Ich sehe nicht. So. Das war's. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammerteams, bereit machen zur Landung. Komm, wir brauchen eine Exfiltration. Na, 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 Mäuschen. Hier ist Commander Shepard. Gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Na toll. Au. So. Ran. Da war schon bist du. Das war die in Ruhe. Arschloch. Hau ab. Ey. Meine Fresse. Hau mal Muni! Alter! Wie soll ich das machen? Ja, aber dann wird doch mal ins Husch hier! Los, los, los! Alter! Holt er mich hier an? Sind Sie okay? Ich lebe noch. Zweifellos, Commander. Anderson. Ich wusste, Sie enttäuschen mich nicht, Chef. Schön, Sie zu sehen. Auch Ihr Anblick ist ein Vergnügen. Wie sieht's aus? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Muss schlimm gewesen sein, abgeschnitten von der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Die hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates, dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Ohne Sie und Ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Und Hammer sollte dafür bereit sein. Sie standen anfangs nicht zusammen, aber jetzt werden Sie Seite an Seite den Sieg holen. Gut. Genau das brauchen wir. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Das haben wir dem Commander zu verdanken. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Aber niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es tut gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe.
Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Ich dachte auch, es wären inzwischen mehr von Hammer da. Viele werden es nicht schaffen. Tut mir leid wegen Cortez. Er war ein guter Pilot. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Ich bin ein Soldat wie Sie. Das sehen Sie vielleicht so, aber die Truppen nicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten ein Held. Sie sollten Ihre Wirkung auf Sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. Viele Soldaten sind wie ein Held. Naja. Mehr oder weniger, würde ich sagen. Geht das okay? Jo. Nee, gut. Wo muss ich hin? Und dahin. Na, Ashley. Hey. Soweit alles in Ordnung? Unruhig. Alles hängt jetzt davon ab. Haben wir eine Chance? Es gibt Hoffnung. Sie hat uns so weit gebracht. Und Sie haben das möglich gemacht. Ihretwegen sind wir hier. Weil Leute wie Sie mir immer aufgeholfen haben, wenn ich gestolpert bin. Sie haben mich unzählige Male gerettet. Fast so oft, wie Sie mich gerettet haben, großer Held. So sieht das Ende immer aus. Unser Treffen auf Eden Prime scheint 1000 Jahre her zu sein. Es ist so viel passiert. Schwer zu sagen, wie wir hierher kamen. Sie sind eine Überlebenskünstlerin. Hoffentlich stimmt das. Todesgruß und Todeskuss. Falle, was da fallen muss. In den Höllenrachen, ins Todestal. Ich will nicht, dass sie gehen. Oh. Ich liebe dich, Shepard. Ich liebe dich auch. Bereit? Bereit. Dann bringen wir es einfach hinter uns. Ei, ei, Captain. Ach, ist das schön, die beiden zusammenzusehen. Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Jacob, halten Sie durch? Wir machen Sie fertig. Trifft's eher. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Ich nehme Sie beim Wort. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Sir. Shepard Ende. Will noch mit jemandem sprechen. Sonst noch mit jemandem verbinden? Ja, Grunt. Grunt. Moment, ich verbinde Sie. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grunt. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Shepard. Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Kein Problem, Grunt. Es war mir eine Ehre. Mir auch, Shepard. Okay, Grunt Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Die letzte ist Samara. Samara. Moment, ich verbinde Sie. Ich habe mich schon gefragt, ob ich Sie wiedersehen würde, Samara. Es war höchste Zeit, dass ich in Ihre Schlacht ziehe. Sie haben mir im Kloster sehr geholfen, Shepard. Danke, dass Sie sich revanchieren.
Nur an ihre Taten wird man sich erinnern. Mögen sie wohl überlegt sein. Leben sie wohl. Kann ich sie sonst noch mit jemandem verbinden? Ich bin fertig. Jawohl, Sir. Gut, das haben wir erledigt. So, wo muss denn jetzt überhaupt hin? Da hinten. Okay. Wie komme ich jetzt hier durch? Wie komme ich jetzt hier hin? Überhaupt? Ding ist da. So. Wie soll ich jetzt da durchkommen? Warte mal. Ach hier, oder? Feuerwehrwache. Schon bis jetzt hier auch nicht. Ah, ist cool, mit dem Ding zu fahren. Aber sind wir ja diesmal nicht mehr mitgefahren. Haben wir Meldung von den anderen Außenposten? Und da oben komme ich jetzt aber auch nicht hin, wa? Klingt aber bequem. Na, hinkommen. Oder soll ich hier hoch? Ach, der geht hier hoch. Okay. Gut, Munition ist alle voll. Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht nur auf unnahbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Das dürfte seine Aufmerksamkeit wecken. Shepard, das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Wir treffen uns dort. Wenn das hier vorbei ist, dann ist Schluss mit der Galaxieretterei. Lassen Sie Platz für die ganzen Autogramme. Wir müssen nur erst die Reaper schlagen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel, eine halbe Stunde bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben, aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht. Also ducken Sie sich, wenn's sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben. Leben Sie wohl? Wen haben wir hier noch? Primarch Victus. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte mich persönlich revanchieren. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere.
Ja, so ist es. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet! Alles geschützt! Naja, gut. Schon. Können wir speichern? Den können wir nicht. Okay. Was heißt leben Sie wohl? Naja. Wie sind unsere Verluste? Es wurden kaum noch Verwundete hergebracht. Immerhin etwas. Wie kommen Sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja, das ist es. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt ganz bestimmt in 5 Minuten was Schlaues ein. Irgendeine letzte Ermunterung? Vorsichtig sein. Gleichfalls. Lassen Sie uns tun, was getan werden muss. Wie ist sein Zustand? Er blutet! Da ist sehr viel Blut! Sein Bein wurde unterhalb des Knies weggesprengt! Okay. Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ich bin zivilistisch! Wir haben kein Risiko mehr und die Chirurgen von einem Reaper getötet! Ich weiß nicht, wie man sowas macht! Ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Sie sind jetzt seine einzige Hoffnung. Das Wichtigste ist, die Blutung zu stillen. Wie? Haben Sie Handtücher oder Bandagen? Dann nehmen Sie Ihre Bluse, reißen Sie einen Ärmel ab und... Moment, da kommt was in unsere Richtung. Warten Sie. Moment. Okay. Sie müssen Ihren Ärmel in Streifen reißen und daraus eine Aderpresse machen. Okay. Moment. Okay, ich hab's. Und jetzt binden Sie das direkt über seinem Knie zusammen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Machen Sie einen Knoten. Ich versuch's. Okay. Um sein Knie. Oh, verdammt, ich krieg's nicht fest genug. Fällt so viel Blut. Nochmal. Ziehen Sie fester. Okay. Ich versuch's nochmal. Jetzt hat's geklappt, glaube ich. Das war's schon? Okay. Achso. Und das Ende nahte. Da führte ein Wort den tödlichen Schlag. Ein Wort trieb die Monster zurück in den Höllenschlund. Und ein Wort brachte den Tod zu einem Feind, den niemand zu bekämpfen wagte. Dieses Wort lautete Krogana. Und heute erheben sich die Krogana erneut. Heute schmieden wir einen neuen Pfad und schließen unsere Galaxie als Verbündete im Sieg an. Heute erkämpfen wir unsere Zukunft! Ach, Rex. Shepard, Sie haben's geschafft. Was auch immer heute noch passiert, Ihnen ist gelungen, wozu sonst keiner in der Lage war. Sie haben eine Galaxie geeint. Das ist bereits ein großer Sieg. Und keine Sorge, ich weiß, warum Sie gewinnen werden.
weil sie die Kroganer an Bord geholt haben. Lassen Sie uns in ein paar Ärsche treten, Shepard. Bin ich schön, Rex. Bin ich gut. Das hier ist kein Trainingslager der Salarianer. Ausgerüstet und kampfbereit in 5. Aufführung! Was ist mit dieser Zone? Wir könnten sie umkreisen und mit Verstärkung überfluten. Vergessen Sie's. Ich war 3 Tage in dem Sektor. Ich saß in Big Ben fest und habe alles erschossen, was ich bewegte. Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage: Wie kommen Sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben Sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht. Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard, es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Danke, Edie. Ach, Mensch, Edie. So, gehen wir nochmal zu Tali. Gleich erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann, als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Was wäre ich für eine Freundin, wenn ich jetzt aussteige? Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Was auch geschieht. Ich bin stolz, dass ich bei Ihnen war, Captain. Es war mir eine Ehre, Tali Zora was Normandy. Für die Admirals war dieser Name früher ein Schandfleck. Und dann half uns die Normandy bei der Rückeroberung unserer Heimat. Zeit, mich zu revanchieren. Ah, Mensch. Gut. Anderson. Jetzt sind wir beide dran. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Nur 50% von Hammer haben sich gemeldet. Mehr nicht? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Mit jeder Minute hier gewinnen die Reaper an Stärke. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans Haku. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten.
Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Tuja! Jawohl, Sir! Johnson, Coates, Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus.